Willkommen zu einer weiteren Folge Diablo 3, die Totenbeschwörer am Start mit dem Roro. Hallöchen. Weiter geht's, wir sollen ja jetzt zu Asmodan. Das wird eine Herausforderung. Achso, ich hab keinen. So jetzt. Nein. Ja, okay, das tue ich auch. Bestimmt ein Gegner gerade 20 Millionen Schaden gemacht? Ja, ich bin noch mit dabei. Aber deine Zahlen sehe ich ja nicht, sehr nur meine. Keine Ahnung. Ich hätte schon gehört, da stand gerade. Das ist unmöglich. Ja. Können hinkommen. Stand, ich habe gerade bei dem End 13 Millionen gemacht. Das ist unmöglich. Okay. Oh, hier ist er. Ja, also wir sehen sogar noch einen Pfeil rum. Ah. Was ist das? Das ist unmöglich. Ja, seh ich. Vielen Dank? Nö. Okay. Ja. Hätte ja sein können, da wir Totenbeschwörer sind, dass wir über Lava laufen können. Ja. Der war auch schnell weg. Das ist unmöglich. Ja, war das jetzt. Oh, hier kommt eine schöne Masse. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Das wird nichts. Hä? So, da ist noch einer. Da war einer. Also theoretisch müssten wir jetzt laut dem Quest Asmodan begegnen, ne? Das wird nichts. Ja, denkst du mal, keine Ahnung. Alter, bei mir blitzt nicht. Draußen wie Sau. Echt? Das war gerade übelst helle bei mir in der Bude. Ich glaube, man hört sogar jetzt in der Aufnahme. Tut mir leid, ja. Leute, aber da sind höhere Mächte am Werk. Alter. Das habe ich auch jetzt auch gehört. Also heute wurde kam ja eine, bei uns hier so eine Eilmeldung raus. Wetter, genau, wegen übelsten Unwettern und hast du nie gesehen. Hast du nie gesehen. Närrische Nephalem, wenn der Seelenstein in meinem Fleisch eingebettet ist, dann werden die sieben in mir vereinigt sein. Ich werde die Summe aller Höllen sein. Das oberste Übel. Der hat unten im Kraftwerk geschlafen, oder? Ja. Der sein Kügelchen hat klein wenig Schaden gemacht. Das ist aber nicht die Rede wert. Dein arrogante Nephalem. Meine Diener werden sich an deinem Stolz laben, wenn sie dein Fleisch verschlingen. Alter, ich hab grad mal meine Kopfhörer, die sind ja wirklich übel geil. Die schauen mir echt fast alles ab.
Hab gerade mal mein Ohr frei gemacht von dem Kopfhörer. Ja? Das klingt ja böse draußen bei mir. Nein. Ich höre es von dir. Alter! Genug. Die dunklen, arroganten Nephalem. Meine Diener werden sich an deinem Stolz laben, wenn sie dein Fleisch verschlingen. Nur zu. Oh, da sind noch andere Gegner dabei. Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Genug. Die dunkle, arrogante Nephalem. Meine Diener werden sich an deinem Stolz laben, wenn sie dein Fleisch verschlingen. Ja, ich hab elendes Leben. Genug. Die dunkle. Oh, wir müssen uns beilen, dass wir den gelegt kriegen. Guck mal, oh. Kommt langsam Lava auf uns drauf zu. Werden sich an deinem Stolz laben, okay, dann wenn sie dein bei. Fleisch verschlingen. Oh, wir haben eh gleich. Genug. Die dunkle, arrogante. Nein. Ich bin überlastet, so ein Scheiß. Echt? Ja. Alter, ich hab ein Set-Teil. Du hast ein Set-Teil? Ja! Wieso hab ich sowas nicht? Guck, guck! Wieso hast du ein Set-Teil und ich nicht? Weiß ich nicht. Weil ich bin und ich... Weiß nicht. Ah, ich bin's halt. Okay. Was? Was? Ja. So. Hm? Kann ich gebrauchen. Hm? Also, das hört man jetzt voll bei dir. Ja, hier, ich nehme Asmodons Seele. Okay. Wir haben es geschafft. Schnell, Lea. Fang Asmodans Essenz im Seelenstein ein. Es ist vollbracht. Ich habe es niemals zu träumen gewagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Rituale müssen beachtet werden. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Kannst du alles aufheben, Rohre? Ne, hier liegt noch was. Echt? Zwei Stück. Ja, dann porter dich mal schnell zurück und dann holt das noch. Darfst nur nicht mit diesen Leutnant-Typen quatschen jetzt. Ja, das ist mir klar. Hab ich hier noch. Wieso alles Schrott gewesen hier so? Ja, Schaden. Schadensfähigkeit, aber ja, Schaden. Amulett. Alter, das klingt übel draußen. Das ist weg. Alles weg. Wie alles weg? Alles. Ja? Bin gleich leer. Achso, das meinst du. Weil ich warte ja immer noch hier auf dich, damit du dein Zeug abholst. Warte. Warte. Ich warte ja. Warte. Ich warte ja immer noch. Ah, da bist du ja wieder, endlich. Ich warte mich mal wieder zurück. So. Ich muss zurückkehren. Da ist der Schmied. Das habe ich nicht bekommen. Ja. Oh, mal gucken, wegen Reparatur. Boah, das klingt übel. Waffe ist schwächer. Ja, ich bin fertig. Ich auch. Ich quatsch mal mit dem Leutnant. Ja, quasi du mal. Ein unglaublicher Sieg.
Ich habe doch gewusst, dass Asmodan gegen jemanden wie euch keine Chance haben würde. Wo sind Adria, Lea und Tyrael? Sie sind alle in der Waffenkammer, wo sie zweifellos feiern. Ihr solltet euch zu ihnen gesellen. Cool. Die feiern? Party! Party, Party, Weib und ein Bier. Oder wie hieß das? Vielen Dank. Party! Oh. Das, Adria, wann habt ihr euch entschieden, uns zu verraten? Vor 20 Jahren zog mich eine entsetzliche Macht nach Tristram. Aber Aelin, Leoriks ältester Sohn, bezwang diese Macht und versuchte, sie in sich selbst zu binden. Der dunkle Wanderer. Es war Diablo, den ich in seinem Inneren sah. Und ich gelobte, ihm zu dienen. Nun endlich ist sein großes Ziel zum Greifen nah. Liebe Lea, Deckard hat es immer vermutet. Dein wahrer Vater war Diablo persönlich. Und nun, meine Tochter, wirst du ihm als sein Gefäß dienen. Ich lebe. Aber ich bin mehr, als ich einst war. Die sieben Öle sind nun eins in mir. Ich bin das oberste Übel. Gut gemacht, meine getreue Adria. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Und nun zu meinem wahren Ziel. Das eine, das sich mir immer entzogen hat. Die vollständige Zerstörung. Der hohen Himmel. Alter, die Alter hat Diablo gepumst. Ich komm grad gar nicht klar. Scheiße. Schauen wir mal rein. Ja, machen wir. Selbst inmitten des Himmels können Engel Angst spüren. Egal, welche Form du annimmst, zeige dein wahres Gesicht. Diablo. Auf deinem glänzenden Himmel, Imperius. Denn bald wird nichts davon bleiben.
schlummerte, gehörte Diablo. Er ist wiedergeboren und mächtiger denn je. Sein wahres Ziel waren stets die Himmel. Und nun stehen die Engel vor ihrer Auslöschung. Ja. Oh. Bis im nächsten Kapitel. Nächstes Kapitel. Da vorne ist Ocean aktiviert. Ich würde sagen, machen wir erstmal hier Folgenende, weil das will ich den Zuschauern und die antun hier bei mir hier mit dem Unwetter und alles. Ja. Ja, gut. Ja, was eigentlich. Recht. So, wollte ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Ohne Gewitter. Ja. Also, bis denn. Ciao. Tschüss.